Moin, moin und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Mech Warrior Online mit dem Daniel auf Bad Pokerface Gaming. Ja, wir hatten mal wieder einen Patch, einen, ja, doch etwas größeren 100 MB. Wobei eigentlich gar nicht so viele Änderungen eigentlich aufgetaucht sind. Also dieser Patch ist eigentlich doch vom effektiven Umfang her ein relativ kleiner. Schreiben die Jungs aber auch, dass im nächsten Patch, beziehungsweise in den nächsten Patches, dass sie etwas größer ausfallen. Ja, was schreiben sie genau? All I can say is enjoy the claim before. Nee, enjoy the calm. Meine Güte, ich kann nicht lesen. Enjoy the calm before the storm, because big things are aligning for July. Also im Juli werden ziemlich große Sachen auftauchen. Ich vermute. Vermute. Dass es die Achievements werden. Naja, also mit Statswipe und neuer Elo und so. Oder es kommen neue Maps oder neuer Spielmodi. Also so meine größten Sachen wären, wie gesagt, die Achievements inklusive Statswipe und neuer Spielmodi. Das wäre awesome. Wenn beides kommen, wäre es natürlich noch cooler. Ja, nee, aber in diesem Patch auf jeden Fall haben wir wieder neue Max bekommen, ne, beziehungsweise einen komplett neuen und einen in einer neuen Version. Die neue Version, die wir bekommen haben, ist ein Hunchback, den wir uns jetzt mal eben anschauen können. Hoffe ich. In der Version 4 PC, genau. Bei New Mac. Hunchback 4 PC, da ist er. Ne, eigentlich ein relativ schnuggeliges Ding. Mit 9 Laserslots. 9 Laserslots. Das Viech hat 9 Medium-Laser drauf, was ziemlich heftig ist, finde ich. Also, wenn die schön alle gleichzeitig einschlagen, dann hast du relativ wenig Chance, da heil rauszukommen. Ist ja nur schlecht für die Leute, die Ballistik mögen, ne? Aber an sich relativ gutes Ding. Der Hunchback, der hat ja, ist ja sowieso ein relativ schnuggiges Ding, dem ich jedem empfehlen kann. Und dann auch wegen der Sache, dass die ruhig die Arme wegschießen können, weil in jedem Arm nur ein Laser sitzt und der Rest hier in dieser rechten Torso-Seite. Das heißt, du bist eigentlich immer noch feuerbereit. Ja, zu haben für 1800 MC. Man muss jeder für sich selber entscheiden. Jo, und der andere Mech, den wir bekommen haben, ist ein komplett neuer, schwerer Mech, nämlich der Quick Draw. Wow, Mann, wieder in drei Varianten. Hier in der 5K-Variante mit 6 Energy, ein Missile. Dann haben wir noch die Version 4G, 4 Energy, 2 Missile und in der 4H, 4 Energy, 3 Missile. Allerdings hier nur mit 5 Jump Jets. Die 4G-Variante hat maximal 7. Ich hatte mich aber für die Variante 5K entschieden. Weil, na, Jump Jets. Wir haben sehr viel Energy Hardpoints, einen Missile Slot, den wir noch für zusätzlich ein bisschen Damage belasten können. Und was man hier nicht sehen kann, was ich erst im Nachhinein herausgefunden habe, was mich aber sehr gefreut hat, da ist schon eine Nitro Ferrous Armor drin. Da kann man sehen. Ich habe es nicht gesehen, so meine ich das. Na, also da ist schon eine Nitro Ferrous Armor drin. Ferrofibrious, mal, ich habe heute Wortschöpfung geschaut. Da ist schon eine Ferrofibrious Armor drin. Bla, so. Die ich aber im Nachhinein ausgetauscht habe. Ich werde euch auch gleich sagen, wie. Naja, also zu haben für 5,5 Millionen Siebels, die anderen für 5,3, also ein bisschen runter. Relativ günstig, ne? Der ist relativ fix für ein Heavy. Ja, ich glaube, der ist sogar in einer Liga mit dem Dragon. Ja, 60 Tonnen Chassis. Mit Jump Jets. Sehr schöne Sache. 286 Panzerung, auch cool. Gute Heat Efficiency. Ne, weil da nämlich auch schon Double Heatsinks drin sind in der Variante. Also, das ist die, so wie man es kaufen kann. Die Stock-Variante. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich bisher draus gemacht habe. Ich habe ihn schon mal ein bisschen gefahren. Erstmal wieder in dem Buccaneer-Skin, der total geil aussieht. Ja, wenn man sich den hier mal so ein bisschen anguckt, ich kann auch nochmal Camo rein. Also er sieht echt schick aus, muss ich sagen.
Herrlich. Also das ist bisher vom Stil her einer der Macs, die mir am besten gefallen. Ja, aber so viel zur Optik. Was habe ich draus gemacht? Ihr seht, ich mache immer noch 81 km/h. Ich habe immer noch 60 Tonnen. Ich habe eine Feuerkraft von 36. Heat-Effizienz ist ein bisschen geringer. Dafür habe ich hier eine Armor von 320 und habe immer noch meine Jump Distance drin. Wie habe ich das gemacht? Ich habe die Ferrofibrous Armor habe ich rausgenommen und dafür die Endo-Steel reingebaut. Hat den Vorteil, dass ich anstatt einer Ersparnis von 0,96 Tonnen eine Ersparnis von 3 Tonnen habe. Das verschafft mir die Möglichkeit, ohne groß rumzubasteln, eine AMS einzubauen. Ja, die habe ich nämlich, die ist ja standardmäßig nicht drin. Man hat ein volles Tonnage-Limit. Ja, also was macht man? Man baut entweder was aus oder baut um. Ja, also bewaffnet habe ich ihn mit 6 Medium-Laser. Ja, 4 im Torso, ne, auf jeder Seite 2 und jeweils einen im Arm. Und einer SRM, ne, da unten im Torso. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gefahren und er macht echt Spaß. Ne? Werden wir uns gleich auch ansehen. Nachdem ich noch ein bisschen auf den Patch eingegangen bin, ne, weil sonst war eigentlich nicht viel. Wir haben ein neues Cockpit-Item und zwar die Spider-Statuette. Ja, da ist sie schön in dynamischer Sprungoptik. Dann haben sie noch kleinere Änderungen an den Maps vorgenommen. Die Out of Bounds in River City sind ein bisschen, ja, verändert worden. Die Beleuchtung in Caustic Valley ist geändert worden. Depth of Field Distance. Also, ihr wisst, was ich meine. Ist erweitert worden. Ein paar zusätzliche Grafikeffekte sind dazu gekommen. Und sie haben es auch schon gesagt: Completed Art Beautification Pass and Asset Optimization Pass on Caustic Valley. Das heißt, Caustic Valley ist jetzt erstmal fertig, ohne weitere Überarbeitung. Naja, dann haben wir noch Weapons sind ein bisschen gearbeitet worden. Flamer Damage ist hochgegangen. Machine Gun Damage ist ein bisschen hochgegangen. Pulse Laser ist überarbeitet worden, ein bisschen. Bla bla bla, Bugfixes, auch ein bisschen geändert worden. Ne, also ich poste euch die Patch Notes wieder unten rein, könnt ihr euch da wieder angucken. Ne? Und hier gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Yes, I want to cancel. Und würde ich mal sagen, schauen wir uns diesen wundervollen, wundervollen, wundervollen neuen Mac mal in Aktion an. Und mal gucken, auf welcher Karte wir rauskommen. Ach ja, und was ich nochmal schnell erklären wollte, ne, wo ich mich in der letzten Zeit ja auch ein bisschen verhaspelt habe und auch ein bisschen durcheinander gekommen bin mit dem UAV. Also diese ganzen Consumables, egal was das ist, wird alles über den Block oberhalb der Pfeiltasten benutzt. Also UAV über Einfügen, Artillerie über Position 1, Airstrike über Ende und über Entfernen können wir die coolen Shots benutzen. Ne, also das habe ich auch jetzt erst alles komplett rausgefunden und wollte euch das jetzt nochmal eben kurz sagen. Ne, und ne, wie gesagt, wir sehen uns jetzt auf dem Schlachtfeld. River City bei Nacht. Hätte ich mir jetzt eine schönere Map vorstellen können, bin ich ganz ehrlich. Aber egal. Gucken wir uns das erstmal so an und gucken uns dann. Dann machen wir noch eine Runde. Machen wir heute zwei Runden, mindestens. Um euch diesen Mac mal vorzustellen. Ich habe Wortfindungsstörungen. Es ist momentan zu warm. Ich habe momentan 28 Grad in meinem Zimmer. Also, es ist sehr heiß momentan in Deutschland. Es ist zu warm für Deutschland eigentlich. So, das Cockpit sieht eigentlich ziemlich cool aus, finde ich. So, jetzt müssen wir uns mal eben orientieren. Wo denn der Rest hingeht. Ich mache mal eben kurz Night Vision an. Und jetzt mache ich sie nochmal kurz aus, um euch mal zu zeigen, wie das hier denn bei Nacht aussieht. Es sieht nämlich echt geil aus, muss man sagen. Also, es ist halt die CryEngine 3. Da muss man ganz offen mal so sagen, dass sie einfach geil ist. So, aber jetzt machen wir die Night Vision wieder an, zwecks besserer Übersicht im Kampf. Und gehen mal unserem Lenz-Kollegen davon hinterher, einem Cataphract. Warum habe ich jetzt gefeuert? Ja, ich dachte, ich sitze noch in meinem Firebrand. Ja, nee.
So. Ne, wir sehen hier unten schön aufgeteilt in die 6 Laser und in die eine SM. Airstrike und Artillerie sind online. So. Gib mir ein Lock, Keule. So. Fitz. Und ich glaube, wir hätten hier nicht so reinlaufen sollen. Das nimmt kein gutes Ende. Aber unsere Kollegen folgen uns ja auch nicht, was sehr nett ist. Ne, ich verpiss mich hier, ganz ehrlich. Ich bin mutig, aber ich bin nicht dumm. So, und ich muss sagen, 81 km/h sehen mit dem Ding hier relativ langsam aus, wenn man drin sitzt. Aber man merkt es im Kampf schon, dass man sehr, sehr, sehr viel mobiler ist. So. Wo war sie denn? Aha. Nee, also Kollegen machen überhaupt keinen Anstand, hinterherzukommen. Und ey, nee. Ganz ehrlich. Wow. Shit, 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 shit. So, ich habe da jetzt mal meinen Artillery Strike reingehauen. Und da hole ich jetzt mal meinen Airstrike. Nee. Doch nicht. So. Na komm, 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 komm. Da war der Airstrike. So, und der Spider macht mich jetzt rund. Blockt mich wahrscheinlich der Teamkollege von hinten noch. So, jetzt bin ich erstmal weg. Da ist nämlich jetzt meine SRM im Eimer. Und das Ding geht mir echt massiv auf den Keks. Ja. Spider sind grausam. Und kriegen wir ihn platt? Höchstwahrscheinlich nicht. Doch, wir haben ihn platt gekriegt. Ich bin fasziniert. Die kleinen Dinger sind normalerweise etwas hartnäckiger, weil sie eben über einen rüber hüpfen und durch einen durchrennen und hast nicht gesehen. Es ist lästig mit den Lights und das ganze, die ganze Problematik wird nicht besser. Also du hast als Assault hast du meistens gegen zwei Lights komplett verloren. So. Und meine Teamkollegen bewegen sich doch. Ich bin fasziniert. Also ich bin heute echt ein bisschen angestunken, angepisst, weil ich hier teilweise Spezialisten habe im Team sondergleichen. Ist nicht mehr schön. Jetzt haben wir, wo bleibt, wenn die da drüben stehen, müssten die eigentlich schwere Waffen haben. Weil einen anderen Grund habe ich nicht, drüben in der Basis stehen zu bleiben. Warum? Wo bleibt jetzt das PPC-Sperrfeuer? Wo bleibt das AC-10-Sperrfeuer? Hä? Nee. Wo bleibt die LAM-Barrikade? Nee, Kanonade. Barrikade ist blöd. So. Fitz, der Hunch, der kriegt. Das ist noch ein normaler. Das ist nicht diese Hero-Ding. Nicht Hero, diese Champion-Version. Feuer frei. Mann, habe ich heute wieder tolle Teammates. Das ist ein wahrer Traum. Ich liebe es. Idioten. So. Aber der Hunchback ist auch jetzt nicht sonderlich intelligent. Also sonst wird er nicht so... Oh Gott, da lang rennen. Ich glaube, ich verkrümmel mich mal eben hier. Und versuche mal da hinten... Oh Gott, bei dem Atlas auszuhelfen, was glaube ich auch keine gute Idee ist. Aber naja, dem kann ich jetzt vielleicht zumindest in den Rücken fallen. Und ihm schön eine volle Ladung in den Rücken perzen. Und ich habe ihn geschreddert. Ausgezeichnet. Und jetzt bin ich gleich geschreddert. Hopp, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, wir drehen um. Schalten wieder auf Reihenfeuer. Die Laser bleiben relativ nah hier an der Keimauer, um nicht unbedingt ins
in die Line of Sight der Gegner zu rennen. Da mal da oben stehen, Hansch, der auch schon fast tot ist. Es ist eine sehr ausgeglichene Runde, muss ich sagen. Und hoffentlich konzentrieren die sich jetzt nicht auf mich, wenn ich da hochrenne. Weil dann bin ich nämlich ruckzuck tot. Weil mein mittlerer Torso ist schon total angekratzt. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Deckung. Ui, das wäre beinahe schief gegangen. So. Und da man da. Der Awesome, der ist natürlich awesome. Ne, der Awesome, der ist ein bisschen weniger awesome, weil sonst hätte der schon ein bisschen mehr gemacht. Ja, rennen wir rein, Spezialist. Ja, und da wurde ich von dem Blackjack geschreddert. Egal, wir haben immer einen Kill, wir haben 2 Assists, wir haben ein bisschen Damage gemacht. Und Tunnel Cataphract. Okay. A Cataphract in the Tunnel wäre, glaube ich, relativ richtig. Egal. Wie gesagt, ich schalte hinterher nochmal eine Runde. Wir sehen uns also gleich in der nächsten Runde wieder. Yo, Canyon Network, sehr schön. Ich mag die Map irgendwie. Weil sie ist nicht so leicht zu spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Also zumindest für mich nicht. Was aber für mich auch eine gute Map ausmacht. Ja, also es ist, ich sag mal so Maps wie Alpine Peaks. Alpine Peaks kann man relativ leicht dominieren durch Lights und LRMs und Sniper und sowas. Wogegen man River City durch etwas stärker ausgerüstete Mediums, die noch schnell genug sind, ziemlich dominieren kann, indem man durch die Häuserschluchten rennt. Oder Assaults, die da einfach durchstapfen. Okay, jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich hier nicht vorrenne, ohne zu wissen, wo ich hin will. Und die Map hier hat halt so eine richtig schöne Mischung aus, durch die Schluchten hast du so ein bisschen Häuserkampf vom Stil her. Dann hast du oben drauf die ganzen Erhöhungen, du hast die Brücken, du hast schon extrem viele Möglichkeiten hier zu sterben. Um es mal nett auszudrücken. Ich glaube, ich renne mal dem Cat da oben hinterher. Wupp. Na komm. Hüpf. Dann geben wir dem mal ein bisschen Feuerunterstützung, falls er was braucht. Aber auch noch relativ gut von der Geschwindigkeit dabei. Und ich glaube, Kappa ist unser. Oder wir zwingen da gleich einen riesen Clash. So, Alpha Strike habe ich, beziehungsweise Laser Alpha. Und da war schon ein Target. Da war ein Target. Was haben wir denn da? Ein Yanlo Wang. Sorry für Friendly Fire und so. Wow. Also machen wir mal kurz einen Abstecher hier runter und nehmen direkt ein. Aber versuch's zumindest. Wären die anderen sich da oben. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Highlander? Wah! Wah! Shit. So. Genug eingenommen. Weg hier. What the fuck, die sind alle hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber ich habe zum Glück die Geschwindigkeit, um mich hier zu verpissen. Und ich habe die ganzen Basic-Effizienz schon freigeschaltet mit dem. Durch General XP und sowas. Und durch die XP, die ich mit in den grundlegenden Matches schon freigespielt hatte. Deswegen ist er schon Kampfwert gesteigert. Und auch ein Grund, warum er mir so recht gut gefällt. So, was haben wir denn da? Ein Ilya Mogomets. Ohne harte Sau. Ein Großteil von uns ist hier, was mich sehr freut. Und der Quick Draw da vorne ist irgendwie mutig. Ja. Dum. Oh Gott. Schade. So, gehen wir mal wieder auf Reinschuss. Weil das Schlimmste, was einem hier in so einer Situation geschehen kann, ist, dass man durch Hitzelimit aussteigt. Weil dann ist man so gut wie tot. Und da ist einer hinter uns. Drehen wir uns mal eben dahin. Gucken mal, was uns da entgegenkommt. Das sah relativ klein aus.
was nicht unbedingt gut ist. Nein, es ist doch ein Ilja Muromets. In dessen Rücken ich mich jetzt befinde, was sich damit auch schon wieder erledigt hat. Boah. So, der Hansch, der hilft mir zum Glück ein bisschen. Boah. So, ja, ich habe Jump Jets drin. Es ist für mich immer noch ungewohnt, weil ich eigentlich so in meinen anderen Mechs die Jump Jets kaum benutze. So, jetzt löten wir mal den Muromets auseinander. Boah, fuck. Da kommt ein Stalker, was mir gar nicht so gefällt. Deswegen ich jetzt auch relativ schnell wieder abgehoben bin. Das ist das Schöne an dem Quick Draw. Man hat eine relativ hohe Mobilität für ein Heavy. Also ich würde sogar sagen, noch höher als beim Dragon. Weil das ist ein normaler Cat. Woher? Wo ist der Drecksack? Da war er. Da ist er. Komm her. Put, 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 put. Und... ist nicht gut, ich bin... Da bin... Ja, jetzt bin ich... bin tot. Hey, danke fürs Zusehen. Ne, ja, das war ein Rape. Aber ich glaube, ich konnte euch... Ja, gut, mein Team hat sich relativ schnell aufgelöst. Aber ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick vermitteln, wie man das Ding spielen soll, kann, muss. Ja, was soll ich da machen? Ganz ehrlich. Wenn mein Team sich so schnell auflöst. Also das Ding macht wirklich extrem Spaß. Wenn er in eine Trial-Rotation reinkommt, spielt ihn auf jeden Fall mal an. Wobei ich für das Ding echt eine Kaufempfehlung abgebe. Wenn ihr Energy-Waffen mögt und Geschwindigkeit und dabei immer noch genug Panzerung haben wollt, um nicht direkt in einem Feuergefecht sofort auseinandergelegt zu werden, kauft euch den Quick Draw. Es ist einfach, er ist awesome. Er ist richtig awesome. Klare Kaufempfehlung von mir. Jo, das war wieder Patchtime für MechWarrior Online mit dem Daniel auf Bad Poker Face Gaming. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ne? Bis dahin und tschüss.